Die E-Mobilität in Deutschland nimmt weiter Fahrt auf. Die Zahl der zugelassenen E-Autos in Deutschland überstieg im vergangenen Jahr erstmals die Millionenmarke. Der Trend geht also klar zu Elektro- und Hybridfahrzeugen. Aber wie funktioniert so ein E-Auto überhaupt? Und was ist der Unterschied zu einem Benziner? Wir klären es einem Test auf. Ich nehme euch mit auf eine Fahrt. Und los geht's. Das Fahrverhalten bei den E-Autos, sehr ruhiger Motor, sehr angenehm zu fahren, eigentlich kaum große Unterschiede zu den Benzinern. Was man allerdings merkt, ist der Antritt. Er hat schon einen guten Zug, schon ordentlich Power unter der Haube und macht einen ordentlichen Satz nach vorne, wenn man es aufs Gaspedal tritt. Eine weitere Besonderheit bei den E-Autos ist auch, dass man verschiedene Modi hat, in denen man fahren kann. Zum Beispiel gibt es einmal die Möglichkeit des One-Pedals. Das heißt, man fährt nur mit einem Pedal. Das ist gleichzeitig Gaspedal und auch Bremspedal. Das heißt, sobald man den Fuß vom Gaspedal nimmt, wechselt er in den Bremsvorgang und lädt dabei automatisch den Akku wieder auf. So, unsere Testfahrt ist vorbei. Am Ende lässt sich sagen, das Fahren mit dem E-Flitzer macht wirklich viel Spaß und ist eine angenehme Abwechslung. Am Anfang bedarf es natürlich etwas Umgewöhnung mit den Pedalen. Aber wenn man sich damit einmal zurechtgefunden hat, dann ist das auch ganz unkompliziert. Ein Kritikpunkt ist natürlich das Laden. Man kann nicht einfach drauf losfahren. Man muss sich vorher informieren, wo Ladesäulen sind und entsprechend auch etwas Zeit für das Laden mitbringen. Ansonsten macht es viel Spaß und probiert es gerne aus.